Und jetzt der Test, umdrehen. Oh mein Gott! Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Genau, und das wäre dann halt so diese Spinne, die einmal quasi oben drüber geflogen wird, ne? Oben. Über den Patienten rüber, damit er hier schön festgemacht werden kann. Und dann ist er auch so fest, dass man den in alle Richtungen drehen kann, ohne dass er runterfällt. Eigentlich die perfekte Aufgabe jetzt nochmal für unsere Crew, denke ich mal. Ne? Wollen wir jemanden mal festmachen? Wen wollt ihr denn? Sucht euch jemand von den drei aus. Wer steht denn auf Liebes Publikum, ihr könnt jetzt wählen. A. Sarah. B. Hendrik. Oder C. Marvin. A, B oder C. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Okay, Sarah. Weiter festmacht. Das müsst ihr eigentlich schon so schon halten, ne? Oder? Ja. Nein. Okay. Moritz hat recht. Zur Betreuung der Person. Bleiben Sie ganz ruhig, junge Frau. Ach nee, auf gleiche Höhe. Bleiben Sie ganz ruhig, junge Frau. Okay. Fühlt sich sicher, wa? Das heißt, wir können jetzt mit vier Leuten, könnt ihr sie jetzt mal hochheben. Ich bin auch nicht so schwer, sind nur 55 Kilo. In dem Moment könnt ihr froh sein, dass ich mich nicht bereit erklärt habe, da hinzulegen. Jetzt testen wir das mal kurz. Wichtig ist, dass diese Symbole oben sind, diese Quadrate und sowas, ne? Genau wie hier, damit das Skelett auch richtig rumliegt. Und dann passt auch blau zu blau, ne? Man kann nicht aus Versehen hier festmachen, ne? Oder so. Zack, und das ist hier, wer hätte es nicht anders erwartet, orange, orange. Fantastisch. Gut. Und ist bequem? Ja. Okay, dann mal bitte umdrehen. So rum. Also das ist so der Test. Sarah, alles okay? Wie gesagt, also hält. Wieder zurück bitte. Ne? Super. Okay, also dafür seht ihr schon diese Spinne, um das... Genau. Richtig zu befestigen, damit auch nichts passieren kann. Ne? Ja. Das hast du gut gemacht. Oh, okay. Ich sagen, okay. Wand. So, dann stellst du mal da eine Ecke bitte, weil das. Weiter geht's mit dem Auto. Kennst du den Film Schweigen der Lämmer? Nein. Der fehlt jetzt nur so eine Maske. Ich glaube, entstanden ist das Ding in Italien mal ursprünglich. Ne? Da war dann Beton unten dran.